Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir spielen heute Bangkok Club 27 auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad, wie beim letzten Mal angekündigt. Und Knacks machen wir heute. Das ist cool. Ich muss mal gucken, was sie alles verändert haben. Könnte spannend werden. Wir legen wieder am Fluss los mit dem Gift, ne, damit wir kennen, gleich wir erledigen können. Goldmünze nehmen wir mit Krügermeier 2.2 und den Winteranzug. Und dann legen wir auch direkt los. Und wenn wir und Knacks gemacht haben, dann bleiben noch zwei Sachen übrig. Nämlich einmal der Nussknacker und zum anderen der lautlose Killer mit Anzugpflicht. Und auf den lautlosen Killer mit Anzugpflicht freue ich mich schon. Das wird nämlich ein richtig schwieriges Ding, kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, also Jordan da zu erledigen. So, hier wieder überspringen, leider. Weil das Spiel halt schon läuft, in dem Moment, wo es Info läuft. Und wir müssen halt unbedingt vor Ken an seinem Teller ankommen. Das heißt, an seinem Teller. Das ist halt hier der Teller, von dem er dann einfach was essen wird. So, hier können wir einfach hinlaufen, warten, bis der Koch sich da so ein bisschen wegdreht noch. Und dann vergiften wir das Ganze hier. Keiner kriegt was mit, weil dieses Regal hier im Weg ist. Na, deswegen, wenn man das am Anfang hier machen kann, ist das super gechillt. So, und dann gehen wir hoch, besorgen uns wieder ein Kostüm. Ja doch, würde ich schon sagen. Damit wir da ein bisschen Zugang bekommen. So, er läuft wieder hier lang. Wo läuft er dann eigentlich hin? Stellt er sich hier in die Ecke? Geht er nach draußen? Er stellt sich tatsächlich hier in die Ecke. Where's your conquest of the week? Oh, Julian? Oh, he's back in my suite, pouring ice cubes Target down. Shorts. Now on to Jordan Cross. Oh, young rockers. All bite, no more. Achso, vielleicht können wir uns wieder den Motorbootschlüssel klauen, fällt mir dabei auf. Hallo? Na, ist die Tür noch offen? Die Tür ist offen. Na, dann gehen wir einfach rein. Das ist doch irgendwie auch ein Bug, oder? Dass die Tür hier offen stehen bleibt. Badezimmertür hier bleibt offen, ne? Hier die Tür bleibt offen. Mega merkwürdig. So, wo ist der Hotelangestellte, den wir hier haben wollen? Da. Okay, und jetzt kommt der hier hinter. Die Wachmänner sind gerade da hinten. Ich weiß gar nicht, wann die sich hier in Bewegung setzen in unsere Richtung. Ich gehe ihn mal aus dem Weg, um ihn hier nicht aufzuhalten. Okay, die stehen da noch. Alles klar. Na, die Frau in Blau haben wir gerade gesehen, die hier hinten langkommen könnte. Der gehört das Zimmer da drüben. Die ist gerade weggegangen. Der andere Typ kam uns entgegen, bevor wir in sein Zimmer gegangen sind, um den Motorbootschlüssel zu klauen. Ja, das heißt, da hinten sind wir komplett ungestört, bis auf die beiden Typen. Also jetzt müssen wir mal gucken, wenn Fräulein Mukjai da nicht steht. Doch, tut sie aber. Okay, dann nehmen wir einfach den Weg durch die Lobby. Ist halt so, dann werden wir halt wieder von Kameras erwischt. Ja, wenn ich jetzt schon wüsste, wie ich Jordan Cross erledigen möchte, beim lautlosen Killer mit Anzugpflicht, oh, vorsichtig, dann könnte ich hier natürlich auch schon ein paar Laufwege testen. Aber da ich da noch keine Ahnung habe, kann ich das auch noch nicht. So, wir nehmen hier den Hammer mit, wir stecken den schnell weg. Und dann warten wir kurz hier drin. This compound, it's not lethal for humans. I mean, okay, yeah, sure, it knocked you out for a bit. Yeah, give you a headache, probably, but, I mean, that's about it. Whoa, not gonna happen, Chief. Believe it or not, I've done this before. Ja, auf den Typen haben wir es abgesehen. Und auf seine Mixtur. Wo rennt denn der hin? Ich dachte, der kommt jetzt sofort hier drüben rein. Scheinbar nicht. Da
kommt der überhaupt hier rein auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad? Ich glaube schon, ne? Ich habe den hier schon mal drin gesehen irgendwie. Ja, kleben da alles wunderschön ab. Ich weiß gar nicht, wie das halten soll, so wie die das abgeklebt haben, ehrlich gesagt. Ich meine, die haben doch das Tape direkt auf die Folie geklebt. Ja, genau, komm mal hier rein. So, ich Hammer, okay, alles klar. Hammer, Hammer. So. Das war also jenes. Ja, irgendwas hat er bemerkt, glaube ich, oder? Vielleicht hat er auch nichts bemerkt, sondern war nur kurz davor, was zu bemerken. Es kam keine Einblendung, dass irgendwie wir aufgeflogen wären. Und so, wir verkleiden uns als Kammerjäger. Und dann wollen wir direkt auf den Hof raus. Hier rechts ist natürlich auch eine Kamera. Kann ich die eigentlich von hier aus wegnehmen? Frage ich mich gerade. Ich denke, ich kann, ohne dass der Typ was bemerkt, wenn es klappen würde, wäre es natürlich phänomenal. Oh fuck. Can anyone please help me? I need help here. Hey, wake up. Hey, do we have a situation here? George is dull as dishwater, aren't you? So, da wollen wir ran. Nee, das Rattengift. Da müsste doch auch eigentlich der Compound sein, oder? Das Ungezieferproblem. Excuse me, Mr. Gorilla, please don't shoot me while I pick up your dirty underwear. Okay, okay, so they're a little paranoid. But Jordan Cross is pretty famous. Not to mention a kidnapper's wet dream. Ich bleib mal hier hinter dieser Kiste, falls er sich in die falsche Richtung umdreht oder den falschen Weg läuft. Supposing he inherits, I hear he and his dad, Thomas Cross, are not exactly on speaking terms. Some people have it all. Money, books, talent. And if he was rich and had no. Es wird hier von der Kamera gefilmt, echt? So, dass das Insektizid. Good for the soul complaining. You should try it sometime. Ach so, warte mal, war hier nicht gerade die olle Mukjai? War die nicht gerade hier? Ich dachte, ich hätte sie gerade hier langlaufen sehen. Ja, habe ich auch. Na, perfekt. Ma'am, I'd like to inspect the penthouse now. Very well, I'll make the call. But I'm warning you, no slip-ups. Especially not with young Master Cross on his way down. If any of those toxins get into the ventilation system, you could gas the whole atrium. Understood, ma'am. Und das wollen wir natürlich nicht. Na, vielleicht doch. Yes, hello, this is the manager. I am so sorry to disturb. Oh, indeed, yes, the pest exterminator. Why won't you work? He needs to inspect the Emperor's suite now. Could I possibly ask you and your team to. Oh, excellent, thank you. Please join us in the atrium for refreshments. I promise it won't take long. Okay, bye. Thank you. Das war easy. Ich kann Don't sie noch mal ansprechen. Have a job to do? Doch, klar. Hä? So, also, damit haben wir Jordan Cross ins Atrium gelockt. Wunderbar. Ja, wir wurden jetzt doch von irgendeiner Kamera erwischt. Fragt mich nicht von welcher. So, dann warten wir einfach, bis Jordan irgendwo hier in der Nähe ist. Und dann werden wir rausrennen und ihm das Genick brechen. Dabei geht es nämlich um bei und Knacks. So. Worte, Sätze, Grammatik. Heute mal alles mit dabei hier. Auch experimentelle oder wie Donald Trumps Beraterin, wie heißt sie, Carrie Ann Conway, sagen würde, alternative Grammatik heute ein bisschen. Und so, wo ist denn der Typ?
Wäre toll, wenn er jetzt hier wäre. Das deckt sie auf jeden Fall. Da ist noch einer vom Team. Noch einer vom Team. Wo ist Jordan? Leibwächter sehe ich. Ist Jordan schon da? Ne, der ist noch nicht da. Der kommt gerade erst die... Welche Treppe kommt denn der runter? Ach so, das ist hier hinten die Treppe, bevor er dann ins Atrium reinkommt, alles klar. Also wir chillen hier noch ein bisschen. Ach, da ist ein Producer. That is Jordan. Da ist Jordan. Cross, revered and reviled. Mal sehen, wo geht in equal measures. Ich dachte eigentlich nach hier vorne. Na gut. La 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 la. So, wir tragen Maske. Ja, deswegen ist uns das komplett egal, was hier so abgeht. So, wir nehmen uns Jordan. Both targets down. Now head towards an exit. Oh mein Gott, was ist da passiert? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich hätte mich vielleicht nochmal umziehen sollen. Als Hotelangestellter ganz normal. Mach mal Platz hier. Ist mir egal. Ich habe einen wichtigen Auftrag. Mann mit einer Mission. Ich muss durch. So, okay. Und schon sind wir weggefahren mit dem Speedboat. Da können wir nachher lautloser Killer nur Anzug nicht machen. Ups. So, und Knacks haben wir geschafft. Ne, ihr habt es gesehen, Jordan Cross betäuben im Atrium. Dazu ist ein bisschen Vorarbeit nötig. Und ihm dann das Genick brechen einfach. So einfach ist es. Wir haben keine Punkte bekommen, weil immer unbemerkt, nope, keine Körper gefunden, nope, keine Aufnahmen, nope. Wir haben wenigstens niemanden umgebracht und es ging relativ schnell. Relativ. Man kann es schneller hinbekommen, wie immer, wenn ich spiele. Aber so ist es. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn wir hier den Nussknacker rausholen. Macht's gut und bis dann. Ciao.